Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Hier geht's weiter mit Ostrów. Da liegt sie, unsere Stadt, da hinten, am Ende des Flusses. Und der erste Fisch wird eingebracht. Und es ist sogar schon der erste Fisch hier an unserem kleinen Marktstand vorhanden. Die ersten 20 Fische liegen hier. Und unsere Aufgabe ist weiter. Wir lassen schon mal weiterlaufen. Erstmal langsam. Die erste Aufgabe wird natürlich sein, die Häuser fertigzustellen. Es ist Oktober. Und außerdem, wenn unsere Grundversorgung jetzt hier größtenteils funktioniert, hier werden die Nägel produziert. Metallteile brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Zumindest weiß ich nicht, wofür. Wie viele hat er denn da? 4. Ja, du kannst ja mal 10 machen. Und dann aufhören und dann Nägel weitermachen. Also ist immer noch die Frage, wo wir das Eisen herbekommen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann da eine Handelsstation bauen für. Hier ist noch genug Holzkohle für den Schmied übrig, damit der weiter Nägel bauen kann. Also ich denke, wir müssen mal planen, dass wir eine Farm bauen. Denn ich möchte die Farm gerne hier hinbauen, wo momentan Bäume sind. Damit sie nicht so mittendrin im Stadtzentrum. Ich würde hier gerne Platz haben für ein Stadtzentrum. Für das jetzige Stadtzentrum zumindest. Und wenn die hier ordentlich Bäume abholzen müssen, dann sollten wir vielleicht schon mal anfangen, damit wir Anfang des Jahres, des nächsten Jahres dann auch fertig sind. So. Genau, außerdem finde ich, könnte ruhig noch ein zweiter. Jetzt arbeitet gerade gar keiner, aber wir gucken mal, ob hier noch ein zweiter Arbeiter hinkommt. Und wir müssen, glaube ich, mehr Häuser bauen als für die Familien derzeit, weil sonst kommen keine neuen Leute in die Stadt. Keine neuen. Und auch mehr Einwohner brauchen wir. So. Und ich glaube, ja, André hat gefragt, wie machen wir Geld? Ich glaube, dass wir keine Steuern kriegen hier. Aber vielleicht finden wir das raus, wenn wir eine Stadthalle bauen, ob es sowas gibt. Hier ist ein Problem. Was ist das Problem? Keine Arbeiter. Ah ja, wir brauchen mindestens 2 Arbeiter hier. Weil sonst könnt ihr die Stämme nicht tragen. Aber Leute, warum arbeitet ihr denn nicht? Weil jetzt 2 am Fischen sind. Ach ja, das hatten wir doch schon mal, das Problem. Aber echt, haben wir so wenig Leute. Na gut, dann fischt erstmal einer. Denn Holz ist wichtig. Dann schmeißen wir den da nochmal raus. Und hoffen, dass sich das erledigt hier. Also ich glaube, wir verdienen Geld nur durch Handel. Aber auch das werden wir nochmal genauer rausfinden. Und dann können wir gucken, ob wir hier schon die ersten Warenhäuser auch in das Stadtzentrum reinbauen. So, also, ich würde sagen, ein zusätzliches Haus nochmal, damit wir auch neue Einwohner anziehen. 1, 2, ja, hier vielleicht einfach andersrum. Der könnte noch, Moment, der ist jetzt noch da geöffnet. Machen wir den mal in die Richtung. Machen wir 2 neue Häuser noch. Wir können ja dann gucken, ob wir die jetzt direkt schon bauen lassen oder ob wir dann was Wichtigeres dazwischen haben. Ah, das geht so, das ist ein bisschen doof. Ah, da hätten wir besser erst das hier gebaut und dann das daneben. Aber gut, jetzt haben wir so einen kleinen Ort dazwischen. Wo sieht es besser aus? Machen wir es so. Ah, Place is occupied. Na gut. Haben wir ein bisschen Zwischenraum für die Leute. Da können sie eine große Hecke bauen und in Nachbarschaftsstreit kommen, wem die Hecke gehört. Das ist doch wichtig für ein gutes Gefühl der Nachbarschaft. So, immer noch nicht genug Arbeiter. Wir haben den doch schon wieder. Da müssen wir hier noch einen rausnehmen. Aber hier sind nur 4. 4 am Bauen. Wo sind denn die alle? Das sind die Zelte, da arbeitet eine Frau, insofern ist das eigentlich nicht das Problem. Wo sind die Leute? Jetzt schaue ich einmal kurz ins Center.
11 sind doch nur am Arbeiten von den 18. Naja, wir können es mal insgesamt sowieso ein bisschen schneller laufen lassen, weil das dauert ja alles hier. Da ist das Haus sehr schön. So, wenn wir jetzt mal Richtung Farm denken fürs nächste Jahr. So, ein weiteres Haus ist auch fertig, sehr gut. Richtung Farm denken. Kostet einiges, aber wir produzieren auch alles davon. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir die Farm hier oben so hinbauen. Also, wir brauchen noch eine Durchgangsstraße, finde ich. Eigentlich müsste das sogar ein bisschen weiter nach oben, damit hier, weil das wäre der natürliche Weg, finde ich, hier eine Straße lang zu bauen, die hier durchgeht. Und dann müsste das Handelshaus, der Handelsposten, der ist nämlich ziemlich groß. Und der hat hier so einen Durchgang. Ja, wo man so links und rechts durchfahren kann. Und das müsste eigentlich ja dann andersrum und irgendwie schon so sein, dass man das in der Nähe des Zentrums hat und dann da so eine Straße durchgeht. Und da darf dann nicht direkt daneben so eine Farm stehen, finde ich. Und die müsste eigentlich hier oben rein. Ist dann ganz schön weit. Aber ich würde das lieber als hier bauen, weil sonst die Holzfäller da ganz hoch müssen die ganze Zeit. Die haben eigentlich genug zum Holzfällen, ne? Wenn wir das jetzt mal... Das ist ein bisschen weit. Es ist ein bisschen weit. Vielleicht machen wir es doch hier hin. Doch hier oben. Und dann hier die Felder. Quasi am Ende dieser Straße. Hier kommt eine Straße lang. Und dann bauen wir das mal da so hin. Na. So. Bisschen schief, aber gut. Dann sind das erstmal drei Bäume, die da abgeholzt werden müssen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir können auch erst ein Feld bauen, wenn das Ding fertig ist. So, da haben wir noch einiges an Aufgabe. Dann machen wir erstmal das letzte Haus hier fertig. Dann machen wir erstmal die Farm. Und dann sehen wir weiter. Und dann hoffen wir überhaupt mal auf den Winter. Also wir hoffen nicht auf den Winter, sondern wir hoffen, dass wir den Winter überstehen. Da wird hübsch gebaut. Genau, und dann können wir gucken, hier Warenhaus, 4900 Holz und 100 Nägel und die Granary, das Essenshaus sozusagen mit 8000 Holz und 164 Nägeln. Er hat bisher 80 produziert, ist jetzt nicht die Welt, aber so, alle Häuser fertig. Also alle Häuser für die Leute, die bei uns wohnen. Und das Geld ruckelt runter und runter. Jetzt ganz schön schnell. Es ist November. Noch sieht es halbwegs angenehm aus. Aber ich glaube, der Winter kommt. So, dann schauen wir uns mal die Farm an. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. Also wenn wir schon Probleme haben, ist ja jetzt mittlerweile wieder jemand? Ja, okay. Es sind wieder zwei da, die Holzfällen. Das ist doch nicht schlecht. Ich hoffe, die kommen jetzt auch gleichzeitig. Die bringen hier Material schon her. Ja, die haben jetzt echt einen langen Weg da. Immer da ganz rüber. Ich hoffe, dass sie als erstes, jetzt geht er noch nach Hause, ne? Wo wohnst du denn? Da hinten. Ja, das ist ganz schön... Erstmal die beiden Bäume noch wegkriegen. Oder sollte man noch einen Holzfäller bauen? Aber wir haben gar nicht genug Leute, um noch einen Holzfäller betreiben zu können. Noch so ein oder eine Forstwirtschaft.
die sind alle schon am Arbeiten. Wir brauchen unbedingt mehr Einwohner auch. Dazu müssen wir alles gut versorgen. Okay, der zweite Baum ist weg. Ich glaube, der hier ist der letzte. Der dann nochmal abgeholzt werden muss. Und es kommen immer noch Materialien. Insofern ist das jetzt nicht so schlimm. So, der November ist fast rum. Alle sind noch gut versorgt. Ja, die haben alle in ihren Häusern noch ordentlich Sachen. Das ist... Es scheint dem Winter zu funktionieren. Also mit 80 Kartoffeln und 52 Krügen Milch kommt man doch über den Winter, oder? Und Mehl ist auch noch da. Ich weiß nicht, wo sie das Brot backen, aber... Komm, Holz ist weg hier. Da kommt er. Okay. Es sind immer zwei Stämme. Oh, es fängt an zu schneien. Jetzt geht's los. Das müssen wir mal kurz in langsam anschauen. Ja, es ist natürlich schön anzuschauen, wenn es einschneit, aber für die Leute ist es weniger schön. Das ist trotzdem mal. Kommt, holt den Stamm und dann baut. Ja, jetzt dürfte der Platz fertig sein. Ja, jetzt wird gebaut hier. Im Schnee. Oh Gott, jetzt ist weiß. Also nochmal gucken hier. Ich würde mir manchmal wünschen für so... Ich habe am Anfang gedacht, ich fliege jetzt mal am Anfang des Spiels auf das Örtchen zu, so in einer Kamerafahrt. Aber die Kamera ist so schnell. Ich würde da gerne langsam mal drauf zufahren. Aber okay. Sieht immer noch sehr hübsch aus. So, die Farm wird gebaut. Und dann müssen wir uns entscheiden, was wir da eigentlich anbauen wollen. Also Weizen macht natürlich Sinn. Dafür bräuchten wir dann wahrscheinlich eine Mühle, um das ordentlich zu Mehl verarbeiten zu können. Das wäre dann so richtig Grundnahrungsmittel. Oder eben Kartoffeln. Oder naja, wir müssen mal schauen, was es noch so alles gibt. Ich weiß nicht, ob sie im Winter länger drin bleiben auch. Und wir müssen natürlich gucken, also die Wege sind jetzt schon ganz schön lang, ne? Ich habe jetzt hier einfach so eine Siedlung, wo die alle wohnen, gebaut. Vielleicht macht es auch Sinn, jeweils an den Arbeitsstellen durchaus Häuser zu bauen. Dass die immer direkt da, ups, jetzt ging es sehr schnell. Dass die immer jeweils da wohnen, wo sie arbeiten. Vielleicht macht das auch Sinn, gerade am Anfang. So, unsere Farm. Unsere kleinen Farmen. Hier können wir jetzt genau, also wir können Felder hinzufügen. Das machen wir doch mal. Jetzt ist die Frage, wie viel und wie groß. Und ob das Sinn macht im Winter. Aber es macht auf jeden Fall deswegen schon alleine Sinn. Damit wir die Bäume schon mal abholzen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß sowas sein muss. Ich mache jetzt mal so ein... Eins so da, da haben wir schon ganz schön viele Bäume, die wir weghauen müssen. Und das ist auch noch ganz schön weit weg. Können wir da gleich noch ein Feld dazu packen? Ah, wir können sogar frei ein Feld bauen. Ja, wir haben also, ich weiß nicht, wie lange das braucht, ne? Vielleicht sollten wir jetzt im Angesicht dessen, dass wir jetzt auch nicht mehr so lange Zeit haben, bis wir... das erste einpflanzen, lieber eins hier nochmal hinten dran bauen. Und dann möglichst wenig Bäume eigentlich auch. 10. Oh, das dauert. Das dauert. Ich hoffe, das klappt. Ah, und unsere... Das ist natürlich auch blöd. Ein Feld kommt auf jeden Fall jetzt vor 10 Bäume jeweils. Fangt ihr denn damit schon an, bevor wir anfangen zu bauen? Das wäre super, liebe Holzfäller, dass wir jetzt das nicht erst starten müssen und dann die anfangen.
Denn die bringen jetzt erstmal das Zeug zum Haus hier. Seid ihr die Holzfäller? Ja. Okay, ihr fangt schon an. Dann ist gut, dann können wir erst die Häuser bauen, weil bis die Dinger hier weg sind, das dauert eine Weile, glaube ich. Ja, das dauert ganz schön lang. Und genau, also unsere Wägelchen hier, die gehen kaputt. Wir brauchen dafür eine Tischlerei, sagt uns die Hilfe. Ja. 5000 Holz, 100 Nägel. Und ganz schön groß ist das Ding auch. So, das wäre jetzt so ein erstes Örtchen, was zum Stadtzentrum gehört. Zum Arbeitsviertel sozusagen, das hier hin soll. Hier ist der Schmied. Wenn wir das, hauen wir uns jetzt hier Felder weg. Aber nee, wir wollen die Felder weiter, wenn, dann hier runter bauen. Das heißt, es könnte eigentlich direkt davor oder eben die andere Seite mal einsetzen. Da ist diese Lehmgrube, die könnte auch woanders hin, ne? Aber wir könnten es einfach mal so und dann so rumbauen. Dann haben wir auf der anderen Seite noch eins. So vielleicht. Wenn das hier alles wegkommt, ne? Ich hoffe nach wie vor, dass das alles wegkommt. So, da ist der Eingang. Dann machen wir es dahin. Da ist er auch in der Nähe vom Holzlager. So machen wir das mal. So, das Feld muss immer noch 9 Bäume. Oh Gott, das wird lange dauern. Das wird lange dauern. Ich hoffe, das reicht hier. Wir müssten eigentlich notfallplanmäßig jetzt hier mal ein paar zusätzliche Leute einstellen. Aber wir haben keine zusätzlichen Leute. Aber wir haben jetzt ein leeres Haus hier stehen. Und eigentlich steht hier, also alles ist grün, was wir hier haben. Also es ist sowohl die Einwanderung ist erlaubt, Ein- und Auswanderung. Wasser haben wir genug, genug Essen gibt es auch. Es gibt ein Haus, was da, available ist. Es gibt haufenweise Jobs. Also wirklich. Und Religion brauchen wir noch nicht. Also alles ist gut. Insofern können die Leute gerne einwandern. Ich weiß nicht, ob sie das im Januar tun, aber oh Gott, es ist jetzt Anfang Januar und wir haben hier immer noch 9 Bäume. Immer noch 9 Bäume. Wir bauen mal noch ein Haus und hoffen auf Einwanderer. Bitte, bitte. Oder ich kriege gerade ein bisschen Schiss, dass wir da genau... Sollten wir ein Feld machen, was keine... Wenn wir hier auf die andere Seite, wenn wir hier noch ein... Na, da ist auch ein Baum, aber einen Baum kriegen wir ja weg. Nur zur Sicherheit. Place is occupied. Wieso? Ach so, deswegen. Moment. Dann bitte. Nee. Nochmal bitte ein Feld bauen. Hier. Da. Einen Baum kriegen wir weg. Oh, wir sind ein bisschen schief. Ein Baum, 3 Bäume. Das ist zu kurz. Was heißt zu kurz? Ah, so müssen wir es. 4 Bäume. Na komm, 4 Bäume schaffen wir, wenn du das als erstes machst. Oh, wir haben... Es sind neue Leute gekommen. Sehr gut. 28 steht da jetzt. Wir haben neue Einwanderer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und damit jetzt 3 Leute, die hier arbeiten, zumindest mal. Und wir haben das nach vorne geschoben, damit wir die 4 Bäume jetzt mal als erstes abholzen. Jetzt noch 3. Beeilt euch, Jungs. Es ist schon Mitte Januar. Aber sehr gut. Das heißt, wenn wir noch ein Haus hier bauen, dann kommen noch mehr Leute. Vielleicht sollten wir jetzt schon direkt die Wohnsiedlung weiter planen. Könnte ruhig noch ein 4. arbeiten. Da arbeitet keiner, das muss auch keiner. Fisch gibt es gerade auch nicht mehr. Der See ist zugefroren. Der See ist gut, der Fluss.
Wie viel Eisen ist immer noch 500? Der ist noch gut am Machen und hat 120 Nägel mittlerweile geholt. Hat gerade keine Holzkohle mehr, aber hier wird schon neue hergestellt. Das läuft alles sehr gut. So, und jetzt haben wir noch zwei Bäume noch. Das dürfte doch dann ausreichen, je nachdem, wie viel wir hier brauchen. So, die sind alle noch nicht fertig. Genau, drei Felder. Wir brauchen hier auf jeden Fall schon mal mindestens zwei Arbeiter, würde ich sagen. Die können da schon mal sich gemütlich machen und vorbereiten. Und dann ist die Frage, also wir können probieren, aber ich weiß gar nicht, also es gibt so Ochsen, also Pflüge, den Plow, den wir bestellen können. Ich weiß nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Two adult Ochsen and a staffed carpenter building. Ah, okay. Dafür müssen wir Ochsen kaufen und einen Carpenter. Den haben wir aber jetzt mittlerweile. Da kann auch mal einer arbeiten. Und dann... Ah, und das Gebäude ist auch fertig und wir haben 31. Okay, sehr gut. Wir müssen mehr Gebäude bauen, Leute. Hier sind nämlich direkt jetzt Leute eingezogen. Insofern können wir direkt mal weiter planen, was wir hier machen. Bauen wir jetzt hier weitere... Ja, hier drei würde eigentlich nochmal Sinn machen, ne? Ich glaube, ja. Die können wir direkt mal einplanen hier. Eins. Achso, Shift gedrückt halten, dann würde das auch schneller gehen. Also gleichzeitig noch weitergehen. Eins, zwei und drei. Okay. Aber erstmal das erste Feld auf jeden Fall. Und ich glaube, die Holzfäller, die machen ja weiter. Dann machen wir erst das erste Feld. Das machen wir dann auch wirklich fertig. Dann kommt ein Haus und dann hoffentlich sind die dann bereit. So, und wir müssen gucken, wie wir... Das ist alles noch nicht fertig. Was wir da jetzt machen. Also pflügen können wir es scheinbar nicht. Zumindest nicht mit dem Pflug. Ich weiß nicht, ob es ohne Pflügen auch geht. Ich glaube nicht. Noch ist sowieso Schnee. Oh, es wächst und gedeiht. Okay, super, dass so viele Leute kommen. Super, dass mehr Leute kommen. Wir müssen echt mehr Arbeiter haben. Aber dann entsprechend auch... So, jetzt muss ich kurz einmal langsam machen. Das Feld ist jetzt verfügbar. Jetzt können wir gucken, wie wir das aktivieren. Da. Pflügen wollen wir es, wenn es denn irgendwie geht. Und jetzt haben wir hier, so, das System ist irgendwie so, ganz genau weiß ich es auch noch nicht, aber es gibt so unterschiedliche Nährstoffe sozusagen im Boden. Rot, Grün und Blau. Und diese Sachen, die wir hier anbauen, die nutzen sozusagen unterschiedliche Nährstoffe im Boden. Immer im Winter kann man das ändern, was man da anbauen möchte. Und man kann sozusagen, man sollte darauf Acht geben, dass man dann nacheinander unterschiedliche Sachen baut, die andere Nährstoffe brauchen, damit sich der Boden wieder erholt. Also wir hätten Weizen, Buchweizen, Sonnenblumen, Kartoffeln, Hanf, oder es eben brach liegen lassen, um, damit sich die Nährstoffe erholen. So, also sinnvoll wäre wahrscheinlich Weizen oder Kartoffeln und danach Buchweizen oder Hanf. Aber Hanf, ich würde erstmal Essen machen. Und Sonnenblume ist, glaube ich, Sonnenblumenöl dann in dem Fall. Naja, ich würde sagen, also Weizen müssten wir noch weiter verarbeiten. Kartoffeln, ich würde sagen, auf dem Feld machen wir mal Kartoffeln. Wir aktivieren das mal. Ja, und das können wir noch nicht. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. So, Holz haben wir in rauen Mengen eigentlich.
und es wird schon das nächste Haus gebaut. Okay, wir haben viel mehr Einwohner, aber ich habe das Gefühl, also zahlen wir denen immer was, kostet es so mehr, desto mehr Einwohner wir haben, desto mehr Geld gibt es auch, oder? 6 Leute suchen Arbeit, ernsthaft? Leute, ihr könnt gerne, guck mal, einer kann auch fischen, sobald das Eis durch ist. Einer reicht da, glaube ich, gerade. Hier reicht auch einer. In der Thatchery arbeiten 2. Auf der Farm arbeiten 2. Da können bestimmt auch mehr arbeiten, wenn das Feld denn irgendwann durch ist. Ah, hier fehlen Nägel. Na gut, dann können wir derzeit erstmal 2 da arbeiten beim Schmied. Aber was machen wir mit dem Eisen? Vielleicht müssen wir doch tatsächlich die Handelsstation jetzt schon mal anplanen. Na gut, aber die Felder sind eigentlich noch wichtiger. Ach, haben wir nur, weil wir... Oh, es schmilzt langsam. Sehr schön. Haben wir zu wenig Zeit eingeplant für die Farm hier? Denn es wird jetzt schon Frühling und ich glaube... Oh Gott, immer noch 7 Bäume. Das wird nicht fertig, das Feld hier. Also ich weiß nicht ganz genau, bis wann wir hier arbeiten können. Denn jetzt ist schon wieder März. Aber hier fangen auf jeden Fall Leute an zu arbeiten. Ja, sie sehen. Zum einen ist es schön, dass sie sehen. Zum anderen heißt das tatsächlich, dass wir jetzt viel zu spät sind für diese Felder. Das heißt, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auch nur ein paar Kartoffeln dazu holen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah ja, und das Pflügen wurde geskippt. Also pflügen können sie nicht ohne Ochsen. Ich glaube, die Handelsstation sollte bis Ende des Jahres fertig sein, damit wir im Notfall Essen noch ankaufen können in diesem Jahr. Tja, ein neues Jahr beginnt, 1722, beziehungsweise ein neues Sommerjahr. Es ist ja schon länger, 1722, aber na gut. Wir hoffen, dass dieses Feld reich an Kartoffeln sein wird. Und ob das so ist und ob wir dieses Jahr überleben, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr weiter unterstützt durch Likes, Kommentare und oder ein Abo. Und wir sehen uns morgen wieder bei Ostriff. Bis dahin, macht's gut.